Hey Leute, gestern hat Clash Royale, ohne es groß anzukündigen, eine neue Funktion im Spiel eingeführt, die einiges verändern kann, und zwar besonders auch in der E-Sport-Szene. Und ich werde im heutigen Video die neue Funktion zeigen und erklären, und ich vor allem natürlich erklären, was ihr mit der Funktion natürlich anfangen kann und wie ihr sie benutzen solltet. Und zwar kann man, wenn ihr auf Testspiel geht, egal ob bei Freunden oder direkt im Clan, wenn ihr auf Testspiel geht, könnt ihr einfach auf den Solo-Kampf tippen und ihr müsst es lange draufhalten und da haben wir es direkt. Ihr könnt nun eine festgesetzte Kartenreihenfolge einschalten. Das bedeutet natürlich jetzt einfach, dass ihr jetzt damit eine festgelegte Starterhand habt. Sprich, es ist kein Glück mehr, wenn ihr eine schlechte oder eine gute Starterhand habt, sondern ihr könnt sie selber festlegen und die Reihenfolge der Karten ist damit selber festgelegt. Wie ihr sie festlegt, ist relativ einfach. Es geht einfach so, es wird der Reihenfolge nach abgezählt, hier von links oben nach rechts unten, sprich hier ist die erste Karte, hier die zweite, hier die dritte, hier die vierte. Die oberen vier sind eure Starterhand und das Kampfes wäre jetzt hier zum Beispiel bei diesem Beispiel als letzte Karte im Cycle. Muss man natürlich ganz genau überlegen, was man mit den Decks bezwecken will und was man eben als erste Karte auch wirklich im Cycle haben will. Hier zum Beispiel ist es ein aggressives Riese-Prinz-Deck. Und deswegen natürlich auch vor allem der Riese auf der Hand, auch wenn ihr einfach einen Push hinten starten wollt, sehr praktisch. Oder eben wenn ihr aggressiv gehen wollt, dass ihr auf jeden Fall schon mal Riese Prinz habt, Megalakai und eben im Notfall auch einen Feuerball, wenn ihr auf irgendwas einen Feuerball drauf werfen wollt. Und sobald ihr auch die erste Karte gesetzt habt, müsst ihr wissen, habt ihr dann einen Seppen-Cycle, was auch sehr praktisch ist, dann Elektromagier, dann den dunklen Prinz, weil er eben nicht ganz so viel Schaden macht, aber auch sehr gut in der Offensive ist auf jeden Fall, ist jetzt hier zum Beispiel ein Kampfholz. Jetzt einfach nur als Beispiel, ich weiß natürlich jetzt nicht, ich habe die Funktion noch nicht ausprobiert. Das wird auf jeden Fall, wenn man das in der E-Sport-Szene einführt, verdammt viel ändern, muss man wirklich sagen. Da ist man jetzt zum Beispiel plötzlich nicht mehr so abhängig, wenn man als Golem im Deck keine Pumpe auf der Hand hat. Das wollen wir jetzt auch hier als nächstes ansehen. Hier noch das klassische Beispiel mit dem Golem-Deck. Wir haben eine Pumpe auf der Hand, wunderbar. Haben einen Tornado, um auf jeden Fall eine gute Defense zu haben. Sobald die Pumpe gesetzt ist, haben wir auch direkt einen Baby-Dragon. Sprich, wir hätten auch eine Baby-Dragon-Tornado-Kombi direkt. Hätten einen Prinzen, um guten Damage zu haben. Und haben Mega-Minion auch zum guten Damage. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Frage ist halt, ob man Golem nach ganz hinten packt, weil es ja eher eine Karte für Double Exit-Time ist. Oder eben, wenn man irgendwie doch einen Golem mal früher setzen will, eben auf 7. Position. Ich würde sie auf 8. Position machen, aber das ist jetzt auch eher ein Beispiel. Und ich weiß auch nicht genau, was jetzt wirklich das Beste wäre, muss man eben erst schauen. Weil sowieso, es wird sich einiges ändern, wenn das wirklich eingeführt werden würde. Weil aggressive Decks würden halt auch immer ihre aggressiven Karten direkt auf der Hand haben, um direkt so eine Pumpe bestrafen zu können. Was dann vielleicht auch nochmal ein Nerf gegenüber dem Golem-Deck wäre, ich weiß es nicht genau. Okay, jetzt haben wir hier noch das Beispiel 3 Musketiere im Deck. Wir haben natürlich auch direkt die Pumpe auf der Hand. Wir haben den Dark Prince, dass er schon mal für relativ wenig Elixier ganz gut verteidigen kann. Minions natürlich, haben wir einen Sepp, haben wir einen Eiskolben, um Schaden aufzutanken. Eisgeist eher etwas weiter hinten, der ist auch eher zum Cyclen gedacht. Dann haben wir eine Banditin, die ist zwar offensiv sehr stark, aber wenn ihr am Anfang eine Pumpe setzt, natürlich erstmal nach hinten, weil sie sowieso defensiv nicht so stark ist. Und natürlich offensichtlich die 3 Musketiere nach ganz hinten. Ganz einfach aus dem Grund, weil die ja sowieso erst in der Double Elixier Time eingesetzt werden können. Und wenn ihr eine Pumpe für 6 Elixier einsetzt, werdet ihr normalerweise nicht direkt auf die 3 Musketiere warten, sondern eben die 3 Musketieren erst ganz am Ende spielen, womit es auch noch in Ordnung ist, wenn sie ganz hinten im Cycle sind. Okay, ich hoffe, ich habe die Funktion ganz gut erklären können. Sie ist auf jeden Fall extremst wichtig, weil bei 3 Musketieren-Decks oder bei Golem-Decks ist es wirklich sehr, sehr entscheidend, ob man eine Pumpe auf der Starthand hat. Oder eben bei diesem Riese-Prinz-Deck ist zum Beispiel auch sehr, sehr entscheidend, dass man, wenn der Gegner irgendwas Teures einsetzt, dass er direkt einen Riesen auf der Hand hat und aggressiv reingehen könnt. Das ist wirklich extrem wichtig und das wird auf jeden Fall auch Spiele in der E-Sport-Szene entscheiden. Also diese Funktion auf jeden Fall nicht unterschätzen, besonders in der E-Sport-Szene, wie gesagt, nimmt. Ich hoffe, ich konnte euch das ganz gut näher bringen in dem Video und ich bin damit raus, Leute. Achso, noch eins kurz. Morgen bringe ich das Video zum Magieschützen wahrscheinlich noch. Da wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Tipps zur Challenge und das Challenge-Gameplay sollte rauskommen. Und außerdem natürlich noch, schreibt gerne eure Meinung zu den Funktionen in die Kommentare. Habe ich ganz vergessen, was ihr davon haltet und was man vielleicht damit noch alles anfangen kann. Und jetzt, ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.